Das ist Jacoby, mit dem reden wir gleich. Erst handeln wir eine Runde. Und wieder einmal bereitet ihr mir den Weg. Jetzt, wo die wieder Patrouille, also jetzt, wo es wieder Patrouillen gibt, sollte ich sicher reisen können. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ich mache mich auf den Weg, sobald ich alles gepackt habe. Danke, Sphinx. Es war mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ja, und davor, damit du auch nicht umsonst packst, kannst du mir mal noch ein paar Sachen verkaufen. Hier, du kriegst noch ein paar Fallen. Hab ich alle eigenhändig ausgebaut. Ist das nicht toll? Kurzschwert brauchen wir nicht mehr. Ring, Wurfpfeile. Plus eins, sonst hätten wir sie nicht verkaufen können. Schriftrollen kannst du auch alle haben. Ja. Wir haben ja einiges eingesammelt, fällt mir hier gerade auf. Tränke. Ach ja, das Pergament werde ich gleich noch vorlesen. Wie kann ich euch ach, du helfen? hast gar nichts. Ja. Okay, der Packesel. Der Packesel hat hier Kettenpanzer plus 1 und einen normalen Kettenpanzer. Mal gucken. Also 14, 20, 19. Ja, okay, das machen wir. Das machen wir. Dann kriegst du hier den Kettenpanzer. Eine Poolklaue kannst du auch haben. Ja, es riecht sehr schön, dein Gepäck danach. Grundlagen der bezaubernden Verzauberung. Kannst du auch haben. Ich werde nicht alles vorlesen. Nur wenn mir danach ist, vielleicht. Ihr seht, ich bin noch so ein bisschen ausloten, was ich jetzt genau mache und was nicht. Der ist nicht identifiziert. Kann Galen auch nicht. Vielleicht können wir das inzwischen. Mein Zauber ist verpufft. Was? Bah! Reg dich ab. Ist ja alles gut. So, Sturm plus eins. Untersuchen. Diese Waffe trägt das Zeichen des Meisterschmieds Marok vom Laden. Waffen und Rüstung für den strahlenden Ritter Niewinter. Er hat das Stück früh im Jahr 1373 TZ geschmiedet. Keine Ahnung, um den Helden zu helfen, die versuchten, die Stadt in Quarantäne aus dem Griff der Pest zu befreien, die man den heulenden Toten nannte. Ah, okay, im Rückbezug auf Spiel Nummer 1. Ach so. Okay, mal gucken, ob wir bei Neverwinter Nights 1 Marok auch finden. Ich dachte ja immer, dass wir. Ja. Ich frage mich gerade, ob er zweihändig unterwegs ist. Oh, jetzt kann er eine Kombo aus Dings und Ding. Ach so, aber jetzt hat er halt keinen so guten Rüstungsschutz. Kannst du den benutzen? Wie kann ich euch helfen? Nee. Ja. Moment. Erst ablegen und dann so. Wie kann ich euch helfen? Genau, ich dachte ja zuerst, Ja. dass ich mit Neverwinter Nights 1 viel schneller bin, aber so wie es gerade aussieht, werde ich diese Parts hier eher hochladen, weil ich mit der ersten Aufnahme von Neverwinter Nights 1 nicht ganz so zufrieden bin. Da war ich ein bisschen Mein überdreht. Zauber ist verpufft. Otz. Bah! Was habe ich denn da bitte für eine Stimme eingestellt? Das geht ja gar nicht. So, Cormac, hast du noch was zu sagen? Kommandant Tan ist zurück und um Veles hat man sich gekümmert und das sieht so aus, als gäbe es bald wieder Patrouillen. Nicht übel, wirklich nicht übel. Ich bin nur froh, dass ich euch helfen konnte. Eine Belohnung wäre nett. Och, komm, Hafenleuten. Ihr habt offensichtlich ein Talent, Probleme zu lösen. Jemand für euch könnte ich gebrauchen. Na, indem man so draufhaut, weiß ich nicht. Aber wir haben es versucht. Wir wollten es freundlich lösen. Ich meine, wäre sowieso an Galgen gelandet, aber hey, ist auch egal. Zurück in der Stadt kann ich euch ordentlich dafür belohnen. Entlohnen. Es sollte kein Problem sein, Hauptmann Prelaina zu überzeugen, dass ihr für die Hilfe eine Kleinigkeit verdient habt. Kommt zu der Kaserne der Stadtwache, wenn ihr Arbeit in Niewinter sucht. Was mich betrifft, ich muss los. Ich habe schon zu viel Zeit hier verbracht. Wir eigentlich auch. Aber hey. Dann reden wir nochmal mit Jacoby, der neben dem Klo steht. Ist da jemand drin? Hallo? Kann man nicht erkennen. Sogar mit Loch. Sehr schön.
Jedenfalls hat der Kommandant mir bereits sagen lassen, dass ihr alles, was ihr benötigt, von mir kaufen könnt. Ich habe mal was zusammengesucht. Ich kann auch ausgezeichnete Waffen schmieden, wenn ihr die Rohmaterialien habt. Nichts Außergewöhnliches, aber besser als die Standardware aus den Städten. Dann zeig mal her. Ich kann auch Waffen schmieden. Ja, super. Hat eigentlich nur Waffen. Oder hast du auch Ringe? Nein. Tränke auch nicht, nur Waffen. Na toll. Okay, wir gucken mal. Er hat hier plus 1 Ware natürlich. Kompositbogen kurz plus 1 wäre vielleicht auch ganz nett. Hast du denn auch Pfeile dazu? Na, nee, Pfeile. Ganz normale Pfeile hat er nicht. Das ist ja doof. Doch hier. Achso. Ah, hat er aber auch nur einmal. Okay, dann kaufen wir uns noch. Achso, den können wir nicht benutzen, weil wir wahrscheinlich nicht genug Stärke haben. Check ich mal. Gut, dann einen Kompositbogen in kurz nehmen wir auch. Dafür kannst du den da haben. Gab es hier nicht mal 2 Waffenslots? Oder war das in einem anderen Spiel? Na, dann tausche das mal aus. Mal rein, wenn ich jetzt da drauf drücke. Gut, sollte ich vielleicht noch einen zweiten dafür machen. Hier fürs Licht. So. So ist besser. Gut. Ja. Das sind so die Feinjustierungen, die müssen eigentlich nicht sein, aber hey. Warum nicht? Oh, so. Bei allen Was? Oh, sie ist nur am Meckern. Was ist denn los hier? Oh, Kamera. Kamera, was machst du? Hier sind die Flüchtlinge. Wir werden mal mit den Flüchtlingen reden. Mit Lisa. Seid gegrüßt auf euren Reisen. Seid ihr nach Fort Locke gekommen, um wie wir übrigen hier Schutz zu suchen? Es wird allmählich eng, doch ich glaube, wir können etwas Platz schaffen, falls ihr in Not seid. Ich bin nur auf der Durchreise. Dann sollte ich euch warnen, falls ihr vorhabt, das Fort zu verlassen. Nehmt euch in Acht vor Banditen. Warum stellen sie auch Reisenden nach? Banditen, aber diese Bande sind noch einen Schritt weiter gegangen. Sie nehmen ersetzt Gefangene und verlangen Lösegeld. Sie haben auch meinen Mann verschleppt. Aha. Kann ich irgendwie helfen? Ihr wollt uns wirklich helfen? Den Göttern sei Dank. Mögen sie euch für eure Freundlichkeit segnen, dass wir helfen wollen. Wir haben es noch nicht getan, aber hey. Niemand weiß, wo das Lager sein kann. Okay, Nishka hat das, glaube ich, schon längst eingezeichnet, aber hey, ist auch egal. Aber wenn ihr irgendwie unsere Lieben befreien könntet, wären wir euch ewig dankbar. Oh oh, ewige Dankbarkeit ist gefährlich. Merkt euch das. Ich brauche hinterher nur eine anständige Belohnung. Ich sehe mal, was ich tun kann. Gut. Weil wir haben noch diesen jungen Mann hier. Dem fehlt sein Priestersymbol. Danach kann er uns nämlich auch heilen. Davor ist leider nichts mit lustig. Hier sind Kisten. Die gucken wir uns noch an. Sehr schön. Oh, und schon sind wir geparkt. Das ist ja klasse. Ich habe leider auch kein Handwerk. Wir könnten vielleicht den Zwerg dazu ausbilden, aber ich weiß nicht, ob es das so bringt. Also ich glaube, es würde uns jetzt nur im Spielfluss aufhalten. Ich halte hier den Spielfluss sowieso schon zu lange auf, aber hey. Oh, schon wieder der gleiche Dialog oder was? So, guck mal, du kannst das haben. Oh, das ist richtig viel wert. Was? Achso. Na dann, lassen wir es doch mal fallen. Die 2 Hinder Gießform kostet auch was. Langschwert Gießform auch. Langbogen Gießform, warum man Bögen auch immer gießen sollte. Der ist natürlich nichts wert dadurch hier. Ein Kurzschwert. So, hier fallen lassen. Gut. Dann haben wir Holzplanken. Die gießen wir dann in die Langbogengießform. Naja, aber so ist es ja ganz nett gedacht.
Mörser und Stößel für Alchemie ist das. Quecksilber. Da könnten wir Tränke herstellen. Da hätte ich mich ja eigentlich mal drum kümmern können. Naja. Ganz so schlimm ist auch nicht hier. Eisenbarren kannst du haben. Schmiedehammer kannst du auch haben. Silberstaub kannst du haben. So. Ach ja, Leder können wir auch noch verkaufen. Sehr schön. Und jetzt gucken wir uns noch kurz den Brief an. Den haben wir ja in den Katakomben gefunden. Und zwar bei diesem Hohepriester. Der schrieb, am Rand des Sumpfes, was auch immer man Sumpf ist, dieser Ort wird seit Jahrzehnten nur wenig besucht. Allein die Patrouillen der nahegelegenen Garnison suchen ihn regelmäßig auf. Hier gibt es genug Material für eine kleine Armee und das sollte vorerst für unsere Zwecke reichen. Aha, wahrscheinlich meint er den Friedhof am Rand des Sumpfes. Wo die Leichen dann selbst verschwinden. Ist ja auch immer praktisch. Jetzt werde ich mal versuchen, nach Westhafen zurückzukommen. Leider. Ach doch, uns ist das vergönnt. Westhafen. Weil, dann können wir unsere ganzen Attributsachen mal loswerden, indem wir einfach bei dem Lathander-Priester vorbeigucken. Wir werden auch sehen, den Leuten ist so langweilig, ja. Wir sind ja schon ein paar Tage weg, aber die stehen da immer noch. Hier, Degen, Toten, alle liegen noch rum. Besonders viel hat sich nicht verändert. Thames. Dieser Überfall ist das Bemerkenswerteste, das seit Jahren passiert. Also gut. Hast du irgendwelche nützlichen Sachen? Was kann der denn? Ich glaube. Achso, Zauberstab herstellen. Nee. Hast du noch ein paar Tränke vielleicht? Noch ein paar leichte Wunden heilen Tränke vielleicht. Na, schade, da kann man nicht mehrere kaufen. Wäre auch zu schön gewesen. Wenn man das hätte irgendwie einstellen können. Nö, okay. Aber da haben wir ein paar mehr, aber jetzt reden wir nochmal hier mit Bruder Mehring, hieß er genau. Ich will, müsste geheilt werden, genauso mit wie die Leute, die ich dir nicht vorstellen brauche und die, nach denen du auch nicht fragst oder so, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel Skripting gewesen, also zu überflüssiges. Wir kehrten da dauernd zurück, das ist ja auch. Hier geht dann die Straße weiter übrigens. Sind im Winter. Hier ist noch eine kleine Siedlung. Das ist, glaube ich, Letzthafen. Und hier irgendwo war Amber. Da kommen wir auch noch hin. Und da ist Lasken. Lasken liegt hier schön in so einem Flussdelta. Das sieht nämlich auch nett aus. Gut. Wir reisen zum Banditenlager direkt. Das ist ganz da hinten. Also die Banditen haben sich da echt gut versteckt. Das ist fast schon näher an... Was ist denn das für eine City hier? Hochfels? Keine Ahnung. Dran als als es vor. Also eigentlich müssten die hier das überfallen. Was auch immer. Keine Ahnung. Wir reisen da jetzt mal hin. So. Oh, die Ladezeit. So, ihr hört schon an der Musik und plötzlich ist es Nacht. Es könnte gefährlich werden. Wir werden auch behutsam vorgehen müssen, denn ich glaube, erstmal speichern. Also wir werden behutsam vorgehen müssen, denn ich glaube, hier bekommt der Schwierigkeitsgrad Hardcore einen seinen eigentlichen Sinn. Kann ich hier hoch? Nee, leider nicht. Gut, dann halt nicht. So, wir können einmal die Map aufmachen
und sehen hier, das ist das Banditenlager. Schön in einer Senke in der Nähe des Niewinterwaldes. Hier sind, glaube ich, noch ein paar Banditen. Die wichtigsten Dinge sind aber, ist aber hier dieses Haupthaus. Und hier halten wir natürlich auch noch ein paar auf. Ich bin ja eigentlich ein Schurke, ne? Aber ich glaube, mein Schleichenwert ist miserabel. Ich entzünde erstmal meine Waffe. Ach nee, ich kann mich ja nicht selber entzünden. So rum. Erstmal Feuer auf meine Waffe. Wir bereiten uns schon mal vor. Ich hoffe, der Zauber bezieht sich auf Zauber, die im Kampf stattfinden. So, toll, jetzt habe ich die falsche Waffe verzaubert. Ja, stopp. Wir locken die erstmal an. Kommt her, kommt her. Kommt doch! Nein. Versucht es mit mir! Nein, nein, ihr sollt kommen. So, dann schicken wir jetzt mal die zwei Experten hier los. Nun, vielen Dank dafür. Wieso ist meine Stimme männlich? Nee, doch nicht so klar. Ich dachte schon, oh, das bin ich. Oha. So, dann werden wir mal. Oh, Mishka stirbt schon wieder die ganze Zeit. Ein bisschen für Abwechslung sorgen hier. Aber eigentlich hat sie Heiltränke. Ich frage mich, warum sie sie nicht benutzt. Naja. Nimm das! Jetzt geht's noch. Es lebe Kelgas Rundumschlag. Genau. Womit ich relativ wenig arbeite, leider, ist der hinterhältige Angriff, warum auch immer. Dabei könnte ich das so gut. Oh, fast gestorben. Hier erstmal einen Heiltrank nehmen. Dankeschön. So. Oh, Kelga haut einmal drauf und dann war's das. Das ist ja fein. Nehmen wir mal die Bolzen. Dann haben wir hier eine Amulette bekommen. Das gucken wir uns gleich mal an. Vielleicht ist das ja nützlich. Natürliche Rüstung. Sehr schön. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Gut. Das ging ja gut. Einmal kurz speichern und weiter geht's. Also ihr kriegt die Speichersessions hier nicht mit. Ich bin etwas paranoid geworden, vor allem... Oh, kann ich hier vielleicht rasten? Tatsächlich. Oh ja, wir setzen uns hin, gucken in den Eingang. Die Banditen kommen auch nicht raus, um zu sehen, oh, wer kniet denn da? Dann sagen wir, oh, wir sind nur Bettler, wir wollen ein bisschen Geld, mehr nicht. So, wir werden... Da steht wieder einer. Also womit ich viel zu wenig arbeite, leider, ist der hinterhältige Angriff. Das heißt, dass ich mich hier wirklich defensiv zauber. Hier mal verberge, dann könnte ich. Ja, ja. Ja, ja.